Cloudplay News. Euer Podcast mit den wichtigsten News rund um Cloud Gaming. Alles Wichtige aus der vergangenen Woche. GeForce Now X Cloud an Stream und alle weiteren Neuigkeiten. Mit Cheeky Boink und dem Captain. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsapparillos. Mein Name ist Captain Aldi und wer ist denn da heute bei mir? Der Gameman, hallo. Der Gameman. Genau, an den Anfangsapparillo würde ich. Ja, genau. Ich finde das so ein geiles Wort. ich muss sagen, ich habe das von Helge Schneider. Der hat mal, Telefonmann, sang er dann irgendwann. Ich gehe immer ran an den Telefonapparillo. Und irgendwie ist von Apparillo bei mir hängen geblieben und irgendwo unterwegs hängen geblieben, die Leute, die ihn vermissen, ist der Cheeky, den wir irgendwo versehentlicherweise auf der Datenautobahn an der Raststätte vergessen haben. Es tut uns herzlich leid, aber wir sehen, er läuft wie in der guten alten Aral-Werbung in den 90ern, I'm Walking singt, Richtung Studio, dass er nächste Woche wieder bei uns sein kann. Grüße gehen raus, ne? Beim langen Spazierengehen kann man aber auf jeden Fall Podcast hören. Und für alle, die sich fragen, wer wir sind der Cloud Play News Podcast, Deutschlands Podcast Nummer 1, wenn es um die News geht, die uns alle interessiert, nicht nur rund um das Thema Gaming, sondern auch im Bereich Cloud Gaming. Und dabei spielt es keine Rolle, ob wir mit GeForce Now reden, über Endstream oder Amazon Luna und Boosteroid und wie sie alle heißen. Wir informieren euch liebend gerne in einer sehr dynamischen Runde jede Woche natürlich. Und wenn ihr zu faul seid zum Hören oder euch denkt, Mensch, das ist ja hier alles, was ist das? Das mache ich nicht. Dann besucht doch einfach www.stadt-bremerhaven.de, denn dort findet ihr den Cloud Gaming Wochenrückblick selbstverständlich in Textform, fein säuberlich aufgearbeitet mit allen wichtigen Links, Bildern und Videos. Und wenn ihr uns doch sympathisch findet und sagt, Mensch, eigentlich möchte ich diese Flitze piepen auch mal sehen, dann besucht ihr am besten www.cloudplay.show. Da findet ihr nicht nur einen grandiosen Überblick über die ganzen Gäste und die ganzen Hosts von Cloudplay. Nein, ihr kommt auch zu unserem YouTube-Kanal und dort könnt ihr uns sehen, ob es ist bei Cloudplay Talk, der zweiwöchentlichen Talkshow, oder eben in verschiedenen Videoformaten, in denen wir Cloud Games anzocken, durchzocken, besprechen, was auch immer. Cloudplay.show oder halt auch einfach unser YouTube-Kanal youtube.com/@cloudplaytalk ist euer Place to be. Und wenn ihr uns Hallo sagen wollt, dann kommt doch auf unseren Discord. Ein kleines, gemütliches Wohnzimmer mit tollen, tollen, netten Menschen und einer wahnsinns coolen Community. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch dabei sein würdet. So, und genug Vorgeplänkel und wo ihr uns überall alles findet. Gameman, wie geht's? Ja, mir geht's ziemlich gut, muss ich sagen. Ein bisschen schwere Woche, ne, nachdem ich ein bisschen mit meinem Arm zu kämpfen hatte. Ui. Erste Woche wieder im Job quasi. Da ist stressig, aber schön. Ne? Also, gehe ja gerne arbeiten, das ist das Schöne dran. Ne? Ja, das kenne ich. Deswegen. Ja. was wurde ganz kurz, bevor wir, also den Off-Topic-Part, liebe Leute, den machen wir jetzt ja mittlerweile immer hinten dran, aber die wichtigste Frage vorweg, was hast du in der letzten Woche gezockt? Sea of Stars habe ich in der letzten Woche gezockt, dann habe ich eine Demo gezockt, die ich eigentlich ganz cool fand, die kommt auch nochmal auf den Kanal, Demer 1994,
das ist auf dem Shadow, ne? So ein Resident Evil Klon. Ja, jetzt vielleicht nicht unbedingt großes Resident Evil Niveau, ne? Aber es war schon ein cooles Ding eigentlich. Kann man mal. Ist bestimmt ganz lustig. Und du bist kurzzeitig erwähnt worden, weil nicht nur du kannst etwas schreckhaft sein. Das habe ich auch geschafft. Okay. Ja. Das beruhigt mich. Also freuen wir uns auf das Video. Und wenn wir schon hören, also ich glaube, die Cloudplay-ZuhörerInnen sind ein bisschen stigmatisiert, wenn wir über irgendwelche Resident Evil-Klone reden. Leute, seid beruhigt. So schlimm ist er nicht. Schlimmer als Outbreak kann es nicht sein. Also von daher. Nein. Das ist weit weg von diesem Niveau. Aber mal, es ist jetzt so 70er oder so. Also ist aber schon spielbar. Aber du landest zumindest nicht im Rant. Das ist schön. Ich für meinen Teil habe diese Woche eigentlich gar nicht so viel gezockt. Auch die versprochenen Streams haben nicht stattgefunden, weil ich Montagmorgen auf der Arbeit angesprochen worden bin. So, ja, du weißt, dass du Frühschicht machen sollst. Ich so, nein, das hat mir keiner erzählt, aber das ist kein Problem. So, und Frühschicht heißt bei mir, dass ich nicht nur um 6 Uhr anfange zu arbeiten morgens, sondern dass auch der Wecker dann so gegen 4:30 irgendwo geht. Und dann ist es mit dem Stream halt zumindest ein bisschen schwierig. Aber in der kommenden Woche, da sprechen wir nachher nochmal drüber, geht es weiter. Und ansonsten habe ich mich bei GeForce Now zwischenzeitlich immer mal wieder so ein bisschen an Wolfenstein The New Order erfreut. Das ist einfach ein klasse Spiel. Das ist einfach so ein No-Brainer. Hat zwar eine coole Story, aber man kann auch einfach nur schnetzeln. Und sieht auch, finde ich, immer noch gut aus. Ein Titel, der auch gut aussieht und endlich da ist. Ja, ein lang ersehnter Titel, richtig gehypt. Die Rede ist von GTA 6. Nein, Spaß. Starfield. Starfield. Ja, der GTA 6, man hat ja nicht so viel Beachtung gefunden, ne? Tatsächlich, das ist jetzt irgendwie gestern oder so passiert, wurde ein Release-Zeitfenster für GTA 6 rausgehauen. Und zwar in einem Interview bei, lass mich lügen, NBC, meine ich, war das. Da war Strauss Zelnick, der Chef von Take-Two, zu Gast. Und es ging so ein bisschen so um die erwarteten Gewinne, und er hat gesagt, dass man im Fiskaljahr, war das 25? Ja, ich meine, das wäre früh. 25, okay. Also quasi alles, was vom 1. April 24 bis zum 31.03.25 geht, meine ich, das ist das Zeitfenster. Kann auch ein Jahr später sein. Nagelt mich nicht drauf fest, aber auf jeden Fall in diesem Fiskaljahr wird ein extrem hoher Umsatz erwartet, und wir alle wissen, dass wenn dieser hohe Umsatz erwartet wird, es nur sein kann, dass GTA 6 dann endlich mal herauskommt. Oder aber GTA 5 2 online. Ja, das haben die Leute auch schon gesagt. Ne? Also, oder einfach ein neuer Port für GTA 5. Nochmal. Nee, ich glaub, oder GTA vielleicht 5 ist wirklich ausgelutscht. Das wird schon sowas sein. Aber es wäre natürlich echt Ironie, wenn die so ein GTA. Kommt Bully 2 oder ein Red Dead Redemption 3? Nee, glaube ich, das ist nicht so erfolgreich. Ich glaube, GTA ist schon das Erfolgreichste, was sie haben. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, aber nur durch den Online-Kanal würde ich jetzt tippen. Aber ansonsten glaube ich schon. Von den Verkäufen her auch, glaube ich. Ja, aber auch deswegen alleine nur, weil es ja auf 3 Konsolengenerationen gibt. Ja. Das ist ja das. Und ich muss auch gestehen, ich habe GTA 5 mir letztens auch nochmal für die PS5 gekauft. Aber nur deswegen. Warum nicht? Aber auch nur deswegen, weil der Supermarkt, in dem ich einkaufen war, so eine Resterampe-Ecke hatte. Und in einem so einem kleinen Körbchen waren Spiele drin, die dann auch keine Hülle mehr hatten und so. Also einfach quasi so ein Spiel in so einem Oldschool CD-Papphülle, so wie man es früher kennt vom CD-Brennen. Und da war GTA 5 für die PlayStation 5 für 5 Euro drin. Und das war für mich ein No-Brainer, dass ich gesagt habe, komm, schmeiß rein, dann nehme ich dann auch noch mit. Also ich habe es jetzt für die Xbox 360, für die PlayStation 4 und PlayStation 5. Why not? gut, aber die Rede ursprünglich ist natürlich von dem Bethesda-Titel
Starfield. Denn das ist in der Early Access Phase quasi, also was heißt Early Access? Ja, Early Access ist richtig. Es ist ja ein früher Zugriff für die Premium-Vorbesteller und seit dem 6. September, nee, ab dem 6. September können. Genau. Ab dem 6. September können alle spielen, aber die Leute, die quasi vorbestellt haben und die Hightech, Hyper, Hyper, Super Duper Edition, die können jetzt schon spielen. Und man muss sagen, also ich glaube, die es kommt gut an, also auch der Metascore liegt ja so im Schnitt bei 87. Von dem, was ich so zwischenzeitlich ein bisschen sehen konnte, sah es eigentlich auch für mich ganz cool aus. Ich bin jetzt eigentlich so der Rollenspieler, muss ich ehrlich gesagt sagen, aber manchmal kriegen mich auch so diese Space-Spiele. Ich erinnere mich noch damals, ich habe No Man's Sky nicht ansatzweise auf der Kette gehabt, aber irgendwie dann doch kurz für Release war ich dann auch schon so ein bisschen so, dass ich dachte so, er sieht ja eigentlich schon ganz cool aus und was man da machen kann. Ich meine, gut, dass es so Cyberpunk-mäßig ein bisschen gebraucht hat, um sich dann doch voll zu entwickeln. Mit all den Features, die versprochen waren, sei es mal dahingestellt. Aber so ein bisschen finde ich jetzt auch, dass das Starfield vielleicht auch nochmal ein Titel für mich werden kann, weil ich es schon doch ganz spannend finde mit diesen ganzen Möglichkeiten, die man da halt hat, Raumschiffe bauen und die ganzen Planeten dann halt auch dann besuchen, die dann immer spontan generiert werden. Ich weiß ja nicht, hast du dir das Spiel geholt oder wirst du es dir holen? Nee, also ich werde es ab dem 6. nochmal spielen, ja. Ne, das schon. Geholt habe ich es mir jetzt nicht. Ich hätte es mir wahrscheinlich geholt, wenn ich nicht so viel anderen Kram gerade hätte. Und diese Woche, wie gesagt, erste Woche auf Arbeit, ich wusste, ich komme eh nicht zum Spielen. Ich habe, glaube ich, darüber also länger gemacht. Das ist halt so, ne? Das ist dann da, wenn du dann ein bisschen länger raus bist, dann ist das so. Aber das ist nicht so schlimm, was ich geschafft habe. Das ist auch mal Tipp an die Hörer. Ne? Wir haben ja die neue Reihe, also der Tiki hat es auf Shadow PC, hat der es gespielt. Und das kann sich ja jeder mal mal angucken, weil so ein bisschen neugierig ist und sowas. Auch für dich mal Tipp, ne? Ja. Er hat nicht den Anfang einfach gemacht, sondern durchaus mal ein bisschen eingestiegen und dann einfach mal ohne diese, weil sonst bist du ja erstmal eine halbe Stunde plus im Charaktereditor. Ja. Ne? Das hat er jetzt nicht gemacht, das finde ich auch ganz gut. Er hat ja auch schon eine ganze Weile gespielt, vorher schon, ne? Da war das auch sinnvoll, ne? Und es sieht wirklich gut aus, muss ich sagen, ne? Also, mir gefällt es. Mein Sohn ist voll heiß drauf. Der will nämlich der will Raumschiffe bauen, ganz viele. Ja, kann ich verstehen. Ich mal das kann ich verstehen. Naja. Aber dann haben wir schon mal den Schwenk zu Shadow PC geschafft, weil das ist gerade so die einzige Möglichkeit aktuell, ne, genau, das zu spielen. Ja. Bei der xCloud wird ab dem 6. verfügbar sein, also der zieht nach und bei dem Rest. Genau, so xCloud vorausgesetzt, ihr habt den Game Pass Ultimate natürlich, dann könnt ihr das Ganze nämlich auch in der xCloud spielen. Richtig. Bis dahin, tja, schade, ne? GeForce Now ist echt noch voll in der Schwebe. Ja, genau. Also das Ding ist ja, wie wir ja letzte Woche berichtet haben, ist ja der Xbox Store endlich bei Nvidia GeForce Now angekommen. Das heißt, wenn ihr einen Game Pass für PC habt oder auch einen Game Pass Ultimate, könnt ihr jetzt schon einige Spiele über GeForce Now spielen. Die Frage ist, die ganz große Frage, wird auch dann, weil im Game Pass Ultimate scheint es ja drinnen zu sein, wird es dann auch zu GeForce Now kommen? Denn das wäre, nach dem, was wir ja auch in der letzten Woche berichtet haben, natürlich vielleicht sogar die interessantere Variante. Denn es gibt ja immer noch so ein bisschen die Problemchen mit den Xbox Games auf GeForce Now. Klar, man arbeitet an einer Lösung, bloß wie schnell die dann nachher da ist. Das ist ja auch mal so ein bisschen das. Plus halt eben, dass GeForce Now ja auch immer so das, weiß ich nicht, jetzt im Vergleich zu xCloud dann doch immer noch mal das etwas sauberere Streaming bietet als die xCloud selber. Wenn ihr einen Shadow-PC habt oder generell Cloud-Computing nutzt, dann klar, dann könnt ihr euch das Ganze ja mal ebenso runterladen und installieren. Wenn ihr zum Beispiel jetzt überlegt,
euch dann für Starfield einen Shadow-PC zu holen, weil das andere vielleicht keine Lösung ist, dann denkt bitte dran, wenn ihr euch einen Shadow-PC holt, dann nutzt doch einfach den Rabattcode CLOUDPLAY. Ja, dann haben wir für euch mal einfach mal so fertig gemacht und dann könnt ihr mal so eben 10 Euro im ersten Monat sparen. Boosteroid als Cloud-Gaming-Dienst, ja, nicht offiziell. Ja, wir wissen ja, dass man bei Boosteroid auch mal eben Sachen so installieren kann. Ne? Also da mal Vorsicht geboten, weil aufgrund der Lizenznutzungsbedingungen der Dienste, also sprich der Publisher und aber auch der Software selber, kann es sein, dass es Ärger gibt. Denn ja, wir wissen auch, dass Boosteroid natürlich auch hier einen Microsoft-Deal hat, den 10-Jahres-Deal. Das heißt, man spekuliert auch hier, dass es dann offiziell auch nochmal irgendwann zu Boosteroid kommt, vielleicht bei einer gleichzeitigen Veröffentlichung auf GeForce Now, aber ganz genau weiß man das dann auch noch nicht so. Nee, das stimmt. Was man bei Boosteroid auch noch sagen muss, ist natürlich, man braucht natürlich, wenn man das so inoffiziell installieren will, natürlich auch in, also den Platz, ne? Ich meine, 120 GB plus. Ui. Naja. Das ist schon ein bisschen, ne? Genau. Vorteil GeForce Now gegenüber xCloud wahrscheinlich, die GeForce Now-Version ist ja die PC-Version, ne? Und die PC-Version, die hat ja durchaus ein paar FPS mehr. Und das könnte durchaus so der Unterschied sein. Mhm. Und man hat natürlich 4K, wenn man den richtigen Tier hat. Ja, 120 und FPS. Ja, also ja, das wirst du, das kriegt man nicht hin, aber mehr wie 30. Ja gut, aber es wird mehr sein als bei xCloud wahrscheinlich. Ja, das sind 30 gedeckelt, ne? Das ist ja die Konsolenversion. Und das sind 30 FPS, das mehr ist nicht. Und nur 1080p, ja? Muss man auch sagen. Dafür also, ist es im Dienst drin. Ich sage mal, trotzdem eine gute Variante für die, die das sowieso nutzen. Ja. Also warum nicht? Oder die halt sowieso nur 1080p zu Hause haben. Ja. Oh, gute Variante trotzdem. Ne? Aber definitiv. Also quasi für, in Anführungszeichen, lau, ne? Also dafür, dass es dann im Katalog mit drin ist, ist es schon ein gutes Angebot halt. Ne? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es reinkommt und auch schnell, weil das ist so ein Titel, den sollten so viele wie möglich spielen, meiner Meinung nach. Finde ich auch, definitiv. Also von dem, wie gesagt, was ich bis jetzt gesehen habe, spricht es sogar mich an. Und ich sage ja immer wieder, ich lasse mich schwer hypen und bin ja mehr so ein absoluter Casual Gamer. Mhm. Aber ich würde es wahrscheinlich auch eher dann nachher Richtung GeForce Now spielen. Alleine, weil ich da immer noch den Vorteil sehe, gerade so was Updates und so weiter angeht. Ne? Also du musst nichts runterladen, das Ding ist drin, du sagst spielen und du kannst spielen. Mhm. Und das du hast den Vorteil, du kannst es kaufen und dann darüber spielen. Ja. Das geht ja bei GeForce, bei xCloud ja nicht, da brauchst du ja das Ultimate, nee. Ne? Nee, das ist das deswegen. Ja, ne? Weil ich dann doch mal irgendwann, deswegen finde ich generell GeForce Now immer ganz noch mit am coolsten, dass wenn, ich hoffe es ja nicht, ne, aber wenn GeForce Now mal irgendwann dicht machen sollte, dann habe ich halt trotzdem die Games und kann, dann steht mir ja immer noch frei, mir vielleicht einen besseren Rechner zu kaufen, damit ich die halt auch zocken kann. Ja, aber gut. Ich habe dann dafür halt hat man jetzt den Anschaffungspreis nicht gehabt, ne? Muss man auch sehen. Genau. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ja. Und GeForce Now hat ja auch ein Abo. Allerdings, wenn man das mehr nutzt, dann ist das schon sehr sinnvoll. Also das ist schon und gut. Ganz häufig hat GeForce Now ja auch, also mindestens, so war es zumindest letztes Jahr, zweimal im Jahr auch immer diesen Deal, zumindest beim normalen Priority-Tier, der ja normal einen 10er im Monat kostet, dass wenn man den irgendwie für ein halbes Jahr im Voraus bucht, dann auch nochmal ein bisschen Rabatt bekommt. Das ist dann auch nochmal ein bisschen interessanter ist bei denen. Habe ich beim letzten Mal auch gemacht. Ja, ich habe auch. Ich war ein No-Brainer, lohnt sich. Ja, also. Ich war da gerade im 10-Euro-Tier drin. Der letzte Rabatt war ausgelaufen. Habe ich gekündigt. Habe dann einen Tag auf Free-Tier laufen lassen, um dann halt noch eben schnell das Angebot abcatchen zu können. weil finde es lohnt sich bei GeForce Now schon, denn auch in dieser Woche, liebe Leute, ist
bei GeForce Now wieder was in die Bibliothek gekommen. Und das gar nicht mal so wenig, oder? Das war schon... Nee, war eine ziemlich gute Auswahl auch, muss ich sagen. Und auch ein paar Knaller dabei. Und den Knaller, den ich auch die ganze Woche gespielt habe, also seitdem es raus ist, besser gesagt. Also, ne, deswegen, so ein Sea of Stars ist zum Beispiel dabei, per xCloud, per Xbox Store und Steam. Untouched Tactics per Steam. Trine 5, hast du die anderen Teile gespielt? Ich kenne die vom Hörensagen, aber gespielt selber habe ich die. Ja, sollen aber ziemlich gut sein, ne? Also das muss ich mir mal angucken. Deep Rock Galactic, das habe ich gespielt, ist ziemlich cool, vor allem Multiplayer. Hitman World of Assassination. King's Bounty The Legend. A Little Big Workshop. Naraka Blade Point. Das ist, glaube ich, ist das nicht ein Free? Ich dachte, das war ein kostenfreies Spiel, ne? Wir können mal gucken. Ach so, das ist ein Xbox, über Xbox noch dort reingekommen. Die hatten, glaube ich, ein paar Bonus-Dinger. Ah, okay. Portal Prelude with RTX. Oh, cool, mit RTX ist bestimmt cool. Railway Empire 2, sehr zu empfehlen. Ganz nett, nicht ganz so wie der erste, aber cool. Shadowrun Returns. Snake Pass, Story of Seasons, Friends of Mineral Town. Genau, das sind die Titel, die jetzt für euch bei GeForce Now schon direkt verfügbar sind. Und das Schöne, was man hier wirklich sehen kann, ist, dass sich der Trend von letzter Woche, dass der weiterhin anhält. Denn mit aktuelle Titel, Deep Rock Galactic, mit Sea of Stars, Hitman, World of Assassination, Naraka Blade Point und auch Shadowrun Returns haben wir Titel, die nämlich über den Xbox Store geliefert werden. Und dementsprechend man hier wirklich sieht, dass es jetzt wirklich losgeht. Wir haben ja lange gewartet, als es hieß, jo, der Microsoft Deal, der steht mit GeForce Now unter anderem. Wann kommen die ersten Titel? Und wir haben letzte Woche schon ganz viel geliefert bekommen und auch sogar schon in der Woche vor und jetzt halt auch. Also das läuft halt ganz cool an und das finde ich schön. Ich finde, was auch sehr auffällig ist? Na? Dass alle Titel, die da drin sind, auch im Game Pass sind. Ja. Also sie sind Leute, wahrscheinlich wirklich über den Game Pass alle spielbar, ne? Ja. Krass. Also, liebe Leute, holt euch einen Game Pass und dann könnt ihr mal ebenso eure GeForce Now-Bibliothek kostengünstig erweitern. So, aber das sind nicht die einzigen Erweiterungen, die da sind, denn wir haben jetzt ja, guck mal, heute ist der 3. September Aufnahmezeitpunkt. Das heißt, wir haben den gesamten September noch vor uns und auch da ist die Frage, jawohl, was kommt denn da noch so zu GeForce Now? Und das ist so einiges, was bis jetzt offiziell angekündigt ist. Wir wissen ja nämlich auch, dass gerne mal der ein oder andere Titel dann eine Opt-in-Sets und dann die Woche drauf schon drinne ist oder halt es einfach mal den ein oder anderen Shadow-Drop halt gibt. Aber worauf wir uns freuen können im September auf GeForce Now ist Folgendes. Chants of Senna, das gibt's auf dem 5. September auf Steam. Signs auf Steam am 7. September. Decide 2 auf Steam am 14. September. The Crew Motorfest neu bei Ubisoft ab dem 14. September. Dann haben wir noch Ad Infinitum auf Steam ab dem 14. September. Party Animals auf Steam ab dem 20. September. Genauso wie Warhaven auf Steam. Dann kommt Payday 3 über die Xbox, über Steam und dem Epic Game Store am 21. September. Puh, ein Add-on, auf das wir lange gewartet haben. Cyberpunk 2077 Phantom Liberty kommt neu auf Steam, auf Epic und GOG am 25. September. Paleo Pines auf Steam am 26. September. Infinity Stash, Dragon Quest The Adventure of Dai auf Steam am 28. September und Wild Amanda kommt neu auf Steam am 28. September. Und dazu gibt es dann noch Broforce, Death in the Water 2, Device Incorporated, Devil May Cry 5, Don Duality, Dust Fleet, Kingdoms Reborn, Mega City Police, Nisys, Saints Row, Shadow Gambit, The Cursed Crew im Epic Game Store.
Alle anderen Titel, wo ich jetzt gerade nichts gesagt habe, die kommen über Steam und da gibt es dann auch sogar noch Sprawl und War of the Overworld. Krasse Titel dabei, ne? Ganz schöne Batterie, das stimmt. Also auch alleine hier in Payday 3, direkt zum Release. Das ist richtig krass. Payday 3 über Xbox, Steam und Epic. So, jetzt ist ein Day One Release beim Game Pass. Bei Payday 3. Ja. Das heißt, die haben das in ihrem Game Pass und eigentlich auch bei GeForce Now. Ja. Das ist schon krass, dass die das wirklich so weitergeben müssen. Ich bin. Das ist ja eigentlich so ein Pluspunkt, eigentlich, ne? Definitiv. Definitiv. Hast du mal irgendein Payday gespielt? Also Payday 2? Vor allem den ersten, ehrlich gesagt. Okay. Ne? Mit Freunden, was wirklich sehr spaßig ist. Also, wenn man sich abspricht, und wirklich jeder so seine Funktion hat, ist das ziemlich cool. Ich freue mich, also den zweiten, den habe ich auch noch so ein bisschen gespielt, aber nicht mehr so viel, obwohl das eher ein Zeitding war. Das war trotzdem ein super Spiel. Der dritte hat ja eine bewegte Entwicklungsgeschichte. Mal gucken, wie der wird, ne? Aber also ich besitze ja mittlerweile Payday 2. Muss ich lügen? Warte mal, also ich habe es auf Steam und im Epic Game Store, sind immer so jeweils so kostenlose Geschichten gewesen. Mhm. Aber wir können ja gerne mal eine Runde drehen, wenn du Bock hast. Das müssen wir echt mal machen. Ich kenne immer so ein paar Ausschnitte, aber ich habe das selber noch nie gespielt. Das ist toll. Das ist wirklich cool, weil jeder hat so seine Aufgabe, ne? Und du musst ja versuchen, den Raub da durchzuführen und nicht erwischt zu werden. Und wenn da wirklich jeder sein Ding macht und man hat ja schon verschiedene Fähigkeiten, dann ist das schon cool. Ne? Man muss sich absprechen, man kann nicht einfach losballern und so. Das ist schon gut. Ja, sowas liebe ich auch einfach. Das ist auch so ein Grund, warum ich auch sehr gerne Ready or Not spiele und mich jedes Mal freue, wenn ich mit vernünftigen Randoms irgendwie in so einer Session bin, wo man sich halt auch wirklich einfach abspricht, weil alles andere funktioniert halt einfach nicht. Deswegen müssen wir, vielleicht kriegen wir noch ein paar Leute mehr zusammen. Mach mal eine Lounge. Ja, und dann spielen wir mal Payday. Also da wäre ich dabei, ja. Wenn wir mal Ich bin kein Shooter-Spieler, aber das mache ich gerne. Also. Und dann spielen wir Payday 3 auf GeForce Now. Und dann möchtet ihr vielleicht da draußen, wenn wir diese Lounge machen auf GeForce Now, ja dabei sein. Aber denkt euch jetzt, ja, aber ich habe doch gar kein GeForce Now. Aber ich habe ein Chromebook, denn aktuell können sich alle Chromebook-Besitzer freuen. Es gibt nämlich eine GeForce Now-Aktion und je nach Chromebook könnt ihr euch entweder 3 Monate Priority oder sogar 3 Monate Ultimate für lau abgreifen. Das finde ich ja schon eine coole Sache. Und auf stadt-bremerhaven.de gibt es natürlich halt die wichtigen Links, wie ihr dann auch prüfen könnt, ob euer Account dafür sogar berechtigt ist. Und dann sichert euch das einfach mal. Ja? Und dann habt ihr auch keine Folgekosten und könnt einfach mal reingucken und dann einfach sehen, wie fantastisch das Ganze halt auch läuft. Und vielleicht sogar könnt ihr euch dann auch in dem Testzeitraum, den ihr dann sozusagen habt, auch noch über weitere GeForce Now-Titel freuen. Denn auch heute haben wir wieder für euch einige Titel, die einen Opt-in gesetzt haben und vielleicht sogar demnächst erscheinen. Wir reden von Pioneers of Pergonia, Astrea, Six-Sided Oracle, Legendary Hoplite, Path of War, Turok 3, Shadow of Oblivion Remastered, Hexenhunters, Karting Superstars, The White Chamber und Tales of Cyrus. Wenn wir ein bisschen aufklären, was Hoplites sind? Was? Was ein Hoplite ist. Du weißt es. Ja, das sind doch die. Die sind so mit Piken bewaffnet, die sind so Bürger, also so Soldaten aus dem Bürgertum, die, ich glaube, was waren das? Griechenland? Ne? Und glaube ich griechisch. Ah ja, warte mal, ich habe es jetzt gerade kurz mal bei Google in die Bildersuche reingeschmissen und ja. Ich würde was waren's? Das sind doch hier so, die eigentlich hier so in der Formation hier diese typischen Phalanx. Ja, mit so einem Schild und so einem Speer und genau, das sind so, die Speerkämpfer. So hier die alten Römer.
Das war ein Römer. Würde ich jetzt sagen. Ich musste heute wieder mit dem Kind Asterix und Obelix gucken und da erinnern die mich so ein bisschen. Ich dachte, das waren Griechen, aber es können auch Römer. Ja. Nee, Römer hatten sowas nicht, oder? Wenn ihr das wisst, schreibt uns gerne und klärt uns auf. Wir wissen einiges, aber natürlich nicht alles. Ich muss sagen, dass ich Turok 3 Shadow of Oblivion ganz cool finde. Ich meine, das ist damals auf dem N64, glaube ich, schon so mit der erste Turok-Titel gewesen, den ich schon gar nicht mehr so wirklich gespielt habe. Also ich hatte den auch nie. Ich habe mir den mal irgendwann aus diesem einen Laden, den wir bei uns im Dorf hatten, der quasi eine Spielevideothek war, da hatte ich mir das mal ausgeliehen, das Wochenende. Aber ich glaube, das kommt auch wieder von Night Dive und die haben schon mit Turok 1 und 2 auf dem PC schon gute Ports und Remasters abgeliefert, die auch Spaß gemacht haben und einen wirklich mal so ein bisschen einfach auch mal wieder in die gute alte Zeit zurückziehen. Das stimmt. Oh, da muss ich auch sagen, dass das Night Dive, ich glaube, es ist Night Dive, korrigiert mich da draußen, wenn ich falsch liege, da hat jemand letztens Night Dive angetickert auf Twitter oder X oder was auch immer. Wir sagen Twitter, Leute. Auf Twitter hat irgendjemand Night Dive angeschrieben und gesagt, man wünsche sich ein The Darkness 1. Oh ja. Weil Bitte zwei. Ja, das zweite Ding ist ja, glaube ich, dass der erste Teil auch gar nicht noch nie für PC rausgekommen ist, sondern ja nur der zweite. Ich glaube, der erste war ja nur Konsole. Oh, das kann sein, ja. Und jemand sagt dann so, oh bitte, ey, The Darkness, ey, das wäre so cool. Und der Chef von Night Dive hat das Ganze retweetet mit dem Kommentar, es steht auf der Liste. Finde ich gut. Das wäre natürlich cool. Ist ja wieder die Frage, ob es in Deutschland rauskommt, weil die waren draußen alle beide. Ja, aber geschnitten. Die sind nicht uncut raus. Ich glaube, uncut sind sie sogar indiziert. Ehrlich? Ja, war es ja schon so ein bisschen. Ja, ich habe den zweiten. Gory war. Naja, nicht ganz auf Platin. Ich habe eine Trophäe, die mir fehlt. Da muss ich irgendwie, weiß ich, 20 Tontauben innerhalb von x Sekunden oder sowas verschießen. Und da hatte ich einfach keine Lust, das zu üben. Aber das Spiel hat mir echt sehr gefallen. Teil 2, muss ich dazu sagen. Teil 1 ist auch cool. Aber der zweite, der hat mir noch besser gefallen. Oh, also den ersten, also ich muss dazu sagen, dass ich keins der Spiele gespielt habe, aber beim ersten habe ich damals die Demo gespielt auf der Xbox 360. Das war die gute alte Zeit, wo es Demos gab, wo man sich Demos runterladen konnte, um die Spiele mal ein bisschen auszuprobieren. Das kommt langsam wieder. Also es gibt jetzt immer mehr wieder Demos. Ich habe, wie gesagt, diese Woche ja eine gespielt. Ja. Gibt es jetzt immer wieder. Das finde ich gut. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz coole Entwicklung. Ist das auch dein Highlight aus den Opt-in-Titeln? Turok jetzt? Ja. Ich kann ehrlich gesagt mit den anderen nichts anfangen. Also ich meine, Hexen. Pioneers of Fragonia, kannst du nichts mit anfangen? Das ist der von dem Siedlermacher, ne? Ja, es ist auch wieder so nicht so meine. Kein Siedler. Na gut. Ja, RTS sind eh nicht so irgendwie. Stimmt, du warst derjenige, der nie Command & Conquer gespielt hat. Ja, ich plane ja immer noch, wenn ich Zeit habe, mal eine nette halbe Stunde mit Command & Conquer. Nimm Teil 3, der geht schön. Mal gucken, Hexenhunters. Ich dachte, das hätte was mit den alten Hexenspielen zu tun, aber irgendwie. Wahrscheinlich, ich glaube nicht, oder? Nee, ist was. Weil Hexen wäre ja, wenn die das bringen würden. Wieder Night Dives. Nee, ist Hexen nicht eine von id Software, also von Microsoft dann sonst, wenn es kommen würde? Das wäre im Leben, würde das, also das würde nicht so untergehen. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Hexen, das Spiel, das war von id Software. Ja, warte mal, nee, das war doch von Hexen Ravensburg, was? Hexen Ravensburg. Warte mal, war das nicht von Ravensoft? Ach, was ist das? Ja, Mann, Ravensoft. Ja, war es Ravensoft, okay. Na gut. 90er Jahre. Trotzdem, genau, das wäre was würde ich auch cool und finden. Hexen. Ja, beide cool, würde ich gerne als Remake haben. Cool. Oh, also wenn wir gerade bei Ravensoft sind, da gibt es eine andere Spieleserie, wovon ich. Ehrlich, welche? Hau raus. Ich sehe auch. Wobei der zweite ist in der deutschen Fassung ja nicht indiziert. A Soldier of Fortune 2. Du kannst über die reden. Das ist halt Soldier of Fortune. Ja, was? Okay. Ja, hab ich nicht gespielt.
Das ist echt nicht leid. Gespielt. Nee, hab ich das, nicht also gespielt. Das Ding ist, das, ich weiß gar nicht, wo ich das letzte schon mal erzählt habe. Das glaube ich, können sich einige von den jungen ZuhörerInnen da draußen gar nicht mehr vorstellen, so diese Zeit vor dem Internet. Aber gerade bei dem ersten Teil, das war so, da verbinde ich immer die Zeit mit, dass es noch nicht wirklich irgendwie Internet oder so gab. Oder halt natürlich nicht so in dem Maße, wie es heute ist. Und mir einer aus der Klasse, der hat es für PC, der hat erzählt, was für ein krasses Spiel das auch einfach ist. Und natürlich wurde immer so ein bisschen noch übertrieben halt, ne, was man da alles so machen kann und so. Und ich war so, wow. Und dann hatte ich irgendwann eine Dreamcast und da stand ich in so einem Laden bei uns, der auch so Importsachen verkauft hat. Und da stand, der erste Teil stand da für die Dreamcast. Und ich habe mir das für die Dreamcast gekauft und ich war in dem Alter schon irgendwie so ein bisschen geflasht, bis dann ein anderer Kollege irgendwann mal paar Jahre später um die Ecke kam und mir den zweiten dann gezeigt hat. Natürlich in der deutschen Version mit den Robotern und so. wobei, warte mal, das ist ja auch wieder so das Abstruse, ne? Die PC-Version hat eine separate deutsche Version, aber auf der Xbox, auf der klassischen Xbox, ist der zweite Teil uncut mit einem USK ab 18 rausgekommen. Das versteht auch wieder kein Mensch. Nee. Das versteht naja, kein was. Mensch, aber gut, okay. Microsoft Deal. Was? Microsoft Deal, wer weiß. Ja, da gab es nicht auch Return to Castle Wolfenstein gab es auch auf der Classic Xbox. Und ich meine dann auch, also wahrscheinlich dann aber auch. Das gab es für mehrere Titel, also für mehrere Dings. Ja. Ja gut, aber das war aber auch wieder so ein Ding. Ich glaube, auf PC war es wieder indiziert und auf der Classic Xbox gab es dann irgendwie zumindest eine deutsche Version, die dann irgendwie USK 16 war. So ein bisschen eingedampft. Nicht mit den Zeichen und so. Ja, das meinte ich ja, ne? Also nicht mit den Zeichen und ein bisschen eingedampft von der Gewalt, aber trotzdem gab es da mehr offiziell als auf der PC, auf dem PC. Ja, sowieso, die erste Xbox hatte relativ viele so eine Titel. Ja. Da war es schon, das war schon auch nicht so schlecht. Ach, die gute alte Zeit. Genau. Ah. Tja, so. Und jetzt haben wir noch ein Ding für das letzte für GeForce Now. Ja, erzähl doch mal. Ja, GeForce Now wird sich ab den 1. Oktober 2023 aus Russland und den russischen Gebieten, sage ich jetzt mal, zurückziehen. Und zwar aus Weißrussland, Moldau, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan und Usbekistan. Tja, wundert mich ehrlich gesagt, dass es so lange gedauert hat. Aber obwohl da so ein paar dabei sind, die, also so Kasachstan und so, ich glaube, das hat ja jetzt nicht unbedingt was. Das ist zwar russischer Einflussgebiet, aber es ist jetzt nicht Russland. Ne? Aber es ist ja auch dann wiederum die Frage, ob das mit dieser speziellen Ukraine-Thematik zu tun hat oder ob da irgendwas anderes vielleicht. Ich glaube, das ist eine Mischung. Also eine offizielle Aussage gibt es da wohl anscheinend nicht. Also das heißt einfach nur, ab dem 1. Oktober wird in diesen Ländern der Stecker gezogen und die Nutzer erhalten bis Mitte Oktober dann auf jeden Fall auch eine Erstattung. Also da ist dann auch nichts verloren. Ja, das war GeForce Now. Außer der gute GameToman hat noch eine Ergänzung, irgendwas, was wir vergessen haben. Nö, GeForce Now. Soweit erledigt, würde ich sagen. Ja, genau. Da machen wir dann Haken hinter und kommen zu Boosteroid. Denn, also nicht nur bei GeForce Now gab es eine Menge Sachen. Nee, auch Boosteroid hat diese Woche mal den Katalog mal so richtig schön aufgepumpt. Und der gute Gentleman erzählt uns jetzt einfach mal, welche Titel ihr ab sofort bei Boosteroid spielen könnt. Genau, ab sofort verfügbar ist The Darkest Dungeon 2, At the Fallen, Dave the Diver, Detroit Become Humans, Darth's Glory, Death and Loot, Ship, wie heißt das? Graveyard Simulator 2. Smurf Card, also Schlumpfcard. Ne? Ist das nicht ein Schlumpfcard? Das ist ja witzig. Schlümpfe, ja. Schlümpfe Card, cool. Shadow Gambit, The Curse Crew, The Science, Blaze Blue, boah, das ist ja ein Ding so. Entropt Effect, Bomb Rush Cyberpunk,
The Texas Chains Massacre, Holocaust, Save the Fans, Blasphemous 2, oh, sehr guter Titel, Saints Row, Armored Core 6, Quavefahrt, hatten wir es nicht gerade schon mal? Keeper, Quavefahrt Keeper, Shinobi Striker. Wir hatten Chip Graveyard Simulator. Oh, fast dasselbe, naja. Shinobi Striker, Heavy Rain und Baldur's Gate 2. Baldur's Gate 2 finde ich ja voll geil, dass die Baldur's Gate 2 da reinbringen. Ja, aber auch hier Heavy Rain, Beyond Two Souls und ja, das ist auch cool, Detroit ne? Become Human. Aber das ist doch so clever, wenn man Baldur's Gate 3, also ich glaube, die haben das nicht hat, dann hau doch den zweiten rein. Ja. Auch geil. Finde ich eigentlich ganz cool. Also auf jeden Fall echt eine coole Liste und ja, und mit Atlas Fallen, sage ich jetzt mal, haben wir auch noch ein paar richtig coole. Ja. Blasphemous 2, das ist schon Armored Core. Ja. Also, also bei Boosteroid läuft es richtig. Ja, ich bin jetzt nicht der Boosteroid-Fan, aber ich auch nicht. Liste, also was heißt nicht Fan, aber ich habe mir ehrlich gesagt den Dienst jetzt auch noch nicht angeguckt, weil ich bis jetzt persönlich mit GeForce Now richtig happy bin. Zufrieden, ne? Ja. Genau, und okay. Da jetzt auch erstmal, weil man kennt es ja, der Backlog aus der Hölle, der immer wächst, ja. Und wächst und was soll man dann. Wenn du den nicht haben willst, dann gehst du zu Luna. Ja, das genau. Das ist doch mal eine Überleitung. Ha, besser hätte ich sie nicht machen können. Besser hätte ich diese Überleitung zu Amazon Luna nicht machen können. Wenn ihr Geld ausgeben wollt für einen Spieledienst, aber sagt, oh, spielen, das finde ich stressig, diese Auswahl und oh, dieser Backlog, dann seid ihr bei Amazon Luna nämlich goldrichtig. Denn mittlerweile gibt es, also wenn da, sagen wir mal, wenn der September rum ist, ne, dann habt ihr nur noch so roundabout 70 Titel bei Luna, ne? Also das sollte euch ja den Stress nehmen. Ne, da hat Amazon Luna für euch dann alles richtig gemacht, denn wir haben dann so seit einem Jahr ungefähr 200 Titel, die rausgegangen sind. Denn auch jetzt im September werden einige Spiele bei Luna einfach Winke, Winke sagen und sind dann erstmal raus. Und das sind Titel wie Dragon Slayer am 31. August, Dragon Slayer 2 Time Warp am 31. August und Space Ace auch am 31. August. Die sind schon raus, aber der September ist ja noch lang. Deswegen sagt auf Wiedersehen zu Death Squared am 8. September, Overcooked am 8. September, Pile Up, SpongeBob Bikini, Battle for Bikini Button, Rehydrated, The Adventure Pals, alles Titel, die am 8. September rausfliegen. Vorher am 5. September geht aber noch Mega Man 11. Am 14. September das großartige Lumode The Master Mod Chronicles, ein super schönes Spiel, sollte man mal gespielt haben. Themesia am 14. September, Strife am 28. September, The Legend of Heroes Trail from Zero am 26. September. Am 21. September gehen Potion Permit und Shock Troopers. Dann am. Guck mal, wir haben sogar schon Oktober mit drin, Leute. Das ist ja hier. Ja, und November. Ja hier. Und November auch? Uiuiuiui. Bin ja gespannt. Die machen rein, also. Die hat ja gesagt, du sollst auf den September 8. Ja, also, genau. Martha ja. Is Dead verlässt uns am 5. Oktober, genauso wie Twinkle Star Sprites. Am 12. September können wir dann nicht mehr fragen. Bin ich smarter als ein Fifth Grader? Denn das Spiel fliegt noch raus. Am 12. Oktober geht auch Toki. Dann geht es eine Woche später am 19. Oktober weiter mit Chicken Police, Painted Red, Lumines Remastered, Metro Exodus, Abduction, R-Type Dimension X, Shantae and the Pirate's Curse, Shantae Half Genie Hero Ultimate Edition, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Heist, SteamWorld Quest Hand of Gilgamesh, The Mummy Demastered, Wise 8, Lacrimosa of Dana. Da wurde schon mal am 19. Oktober dann einmal, ne, also richtig die Tür aufgemacht. Und River City Girls folgt am 20. Oktober genauso wie Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Und am 27. Oktober verabschiedet sich auch Monster Harvest, bevor dann am 11. November Crosscode und Everspace gehen. Am 24. November noch Mighty Switch Force, die Mighty Switch Force Collection geht.
Und Close to the Sun wird dann am 30. November gefühltes Licht ausmachen. Da ist ja auch nichts mehr dann da. Also dann, wie gesagt, ab dem 30. November sind dann auch nur noch ca. 70 Titel im Katalog von Amazon. Das ist echt heftig. Luna. Da ist nichts mehr drin. Da hatte Magenta Gaming noch mehr. Also, es ist. Vor allem, ich habe es gerade mal aufgemacht. Da ist ja jetzt eigentlich schon eine Liste, wenn du da runterscrollst. Bist du schnell durch. Bist du schnell durch, ja. Also, puh. Jetzt mal ehrlich, also man nimmt das ja so als Prime, die paar vier Spiele da, die nimmt man ja vielleicht mit oder so. Aber. Ey, selbst die Prime-Spiele kannst du Euro, ja. 10 Euro dafür das, bezahlen nee, im Monat für. Nein. Also. Ich frage mich, was das Ziel ist. Die einzige Überlebensberechtigung für das Ding ist, dass du diese Ubisoft-Spiele spielen kannst. Ja. Fortnite und Ubisoft-Titel. Ja, und die Ubisoft-Titel hast du gekauft in Optimalfall? Also hast du ja gekauft? Ja, aber mal ganz im Ernst, ey, warum haben sie sich dann war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Wann kam Luna nach Deutschland? Das war dieses Jahr, glaube ich. Oh Gott, ich bin alt. Dann war das dieses Jahr. Ne? Also warum macht man sich diesen Aufriss dann nach, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so Testphase in USA, dann in anderen Territorien zu launchen, nur um dann nach und nach zu sagen, das ist raus, das ist raus, das ist raus. Ne, also da gehen dann mal eben ein paar Spiele, dann kriegst du mal so 2 Spiele, wo du sagst, ja, aha, okay. Nur damit dann nachher danach dann nochmal wieder Spiele wieder dann rausgehen. Und ich verstehe es einfach nicht, es will nicht in meinen Kopf reingehen. Denn ich habe Resident Evil 2 im Remake, ja, auch hier Querverweis auf unseren YouTube-Kanal, da findet ihr das Let's Play, durchgespielt. Und ich hatte mit Luna auch echt meinen Spaß, also auch gerade was das Stream direkt von Luna über den Browser auf Twitch anbelangt. Das hat super funktioniert. Ja, ich habe ja schon immer gesagt, ein paar Features, die man definitiv ausbauen sollte, wenn man das Stream über Luna in Betracht zieht. Aber prinzipiell funktionierte das Ganze halt echt wunderbar. Und ich habe auch immer wieder gesagt, ey, ist ja eben durch die Integration mit Twitch, weil es ist ja eh alles Amazon. So, und stell dir mal vor, du hast einen Multiplayer-Titel, den du guckst deinem Lieblingsstreamer zu auf Twitch und sagst, Alter, da würde ich jetzt aber gerne mitspielen. Und kannst dann direkt per Klick sagen, ich springe in das Spiel hinein, das läuft ja eh alles im Browser und zack, bumm, bin ich halt sofort instant drinne. So, also diese Möglichkeiten, die sind ja da, gerade auch bei einem Riesen. Ich hätte auch nie gedacht, dass so ein Riese wie Amazon so einen extrem kurzen Atem hat und dass das so vor die Hunde gehen lässt, weil da war echt meine Hoffnung. Das habe ich damals ja auch gesagt, als es losging in Deutschland. Jeder hat irgendwie einen Fire TV Stick oder irgendwie sowas am Fernseher. Und das läuft gut auf dem Fire TV Stick. Ja. Das ist auch noch der Lacher dran. Definitiv. Ich habe das ja auch alles ausgetestet mit dem PS5-Controller gekoppelt und das lief alles wunderbar und Bombe. Und ja, tut es halt immer noch. Also, du kriegst eigentlich so viele Menschen erreicht damit. Und mich würden Zahlen interessieren zum Thema Fortnite alleine, weil. Wenn ich meinen Fire TV Stick anmache, kriege ich eigentlich immer diese Werbung oder diesen Banner, wo steht, du kannst jetzt Fortnite spielen auf dem Fire TV Stick. So, ja, wie einfach willst du es denn noch haben? So, aber dass die jetzt wirklich alle Spiele gehen lassen, aber da nichts reinkommt, und ich möchte echt wissen, auch das habe ich schon erzählt, mindestens 2-mal, diesen Tweet an Luna, den ich kommentiert habe, ich habe ganz plump ja gefragt, warum da einfach so viel geht und warum nichts Neues reinkommt. Und man hatte mir ja nur gesagt so, guck auf den September, da wird Großartiges passieren. Ja, das sehe ich. Es passiert Großartiges. Haha, es gehen... Durchgehend bis November. 12 Millionen Spiele raus. Was soll ich denn noch spielen? So, wo ist meine Abo-Gebühr berechtigt? So, dann lass die 70 Titel drinne. Das ist in Ordnung. Bloß dann pack den ganzen Kram, der da drinne ist, in mein reguläres Prime-Abo mit drinne,
was meine Frau bezahlt. Und dann kann ich das spielen. Dann kann ich das einfach spielen. So, und dann ich muss ich nicht noch extra was. Das ist wirklich so, ne? Die Titelanzahl ist jetzt dann so gering, dass das, also ein Bezahlabo macht da überhaupt keinen Sinn. Nein. Also ich glaube nicht, dass das einer macht. Und das Einzige, was Sinn geben würde, wäre wirklich als Zugabe zu Prime. Was für was anderes. Entweder das oder du musst wirklich anfangen, dann zu sagen, okay, diese 4 Titel, die wir im Monat haben, diese Prime-Titel, die kannst du aber claimen und dann kannst du die behalten. Weil ansonsten für 70 Titel plus minus finde ich den Preis dann wiederum auch echt frech. Und dann kann ich auch sagen, dann gehe ich lieber zu so einem in Anführungszeichen No-Name-Hersteller wie Boosteroid, der preislich, glaube ich, so um und bei in die gleiche Kerbe schlagen wird. Aber mir dafür halt einen deutlich krasseren Mehrwert auch an Titel halt einfach gibt. Nein, du machst das anders. Wir machen jetzt eine Überleitung. Du gehst zu Utomic, weil die haben nämlich 1400 Titel. Haben Und das die? Ist ein kleiner 1400 plus Titel, ja. Steht hier auf der Dex. Ja. Das sind ja aber noch, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 mit dazugekommen, ne? Da sind 5 mit dazugekommen, richtig. Erzähl doch mal, welche das sind. Das ist der Bus Simulator 18. The Inner World, The Last Wind Monk, tolles Point-and-Click. Industrial, Ocean, Transocean, The Shipping Company und Take Off the Fly Simulator. Also die haben 5 Titel dazu gekriegt und nicht 70 verloren. Das muss man schon sagen. Ja. Und gerade bei Industria, das ist auch noch so ein Titel. Ist das toll? Ja? Ist das toll, ja. Ich habe den auf der Steam-Wunschliste schon seit, weiß ich, einem Jahr oder so. Ich mag es aber auch einfach nicht kaufen, weil ich nämlich genau weiß, ne, der Backlog, der wächst und wächst und wächst. das ist ein Indie-Spiel, Industria, was in die Kerbe von Half-Life 2 so ein bisschen vom Setting her auch. Ach, das ist Shooter? Ja, es ist ein Shooter, aber halt auch so in so einem, ja, osteuropäischen Setting, sag ich mal. Also genauso wie ja auch so ein Half-Life 2. Hat nichts damit zu tun, es will auch kein Half-Life 2 sein, aber es erinnert so ein bisschen visuell halt so, und es sah auch ganz cool aus, und auch so die Reviews, die ich dazu mal gesehen habe, die sind auch echt nicht schlecht ausgefallen halt, ne? Deswegen, das möchte ich mir auch gerne nochmal irgendwann angucken. So, ich bin nämlich gerade am überlegen, ob Take Off the Flight Simulator nicht sogar der Flugsimulator war, der zum Ende hin noch bei Magenta Gaming mit drin war. Aber nee, ist er, glaube ich, nicht. Kostet nur 6,99 auf Steam. Boah, 2,17 ist da rausgekommen, sehe ich gerade. Also mein Tipp wäre The Inner World. Schönes Point and Click, toll. Wirklich cool gemacht, komplett vertont, deutsches Ding. Also toll, schönes, tolles, kleines Point and Click Adventure. Schöne Geschichte. Oh, das sieht aber wirklich schön aus, das stimmt. Ja, das ist toll. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich mag Point-and-Click-Adventures, ne? Deswegen, das spiele ich durchaus immer mal ganz gern. Ich habe immer mal so meine Phasen, da spiele ich mal 1, 2 durch. Und das war immer so eine Phase, da habe ich die 2, also es gibt 2 von, ne? Habe ich die 2 durchgespielt und die lohnen sich komplett. Wirklich schöne kleine Spielchen. Die sind toll. Ja, die sehen aber auch, also die sehen wirklich echt auch liebevoll gezeichnet aus. Ja, voll knuffig, richtig gut gemacht. Also in Deutschland kann man coole Point-and-Clicker sehen. Ja, auch wie hieß denn das eine, was ich noch gespielt habe? Das war auch Trüberbrook. Das fand ich auch, das fand ich auch echt, echt lustig. Da haben wir auch nichts mit verkehrt gemacht. So, womit man was verkehrt machen kann, heute ist der Tag der Überleitung, liebe Leute. Womit man was verkehrt machen kann, ist, wenn man sich zu spät für ein PlayStation Plus Jahresabo entscheidet, denn Sony hat bekannt gegeben, dass die Abo-Preise, die Jahresabo-Preise, nämlich etwas teurer werden, und das Ganze gilt schon auch gleich direkt ab dem 6. September. Also wer es hört, vielleicht noch mal schnell zuschlagen, denn das Essential-Abo wird dann 71,99 € für das Jahr kosten. Für das Extra-Abo zahlt ihr jährlich dann 125,99 € und fürs Premium-Abo 151,99 €. Nicht zusammenhängend mit dieser Preiserhöhung sind die 1- und 3-Monats-Abonnements, denn die bleiben
ja, preislich davon unberührt und so schön wie Gentleman das im Vorgespräch nämlich gesagt hat, das ist halt eigentlich jetzt nur, dass der Rabatt, den man bekommen hat, weniger wert. Also ich glaube, noch ist er da, aber halt einfach nicht mehr so exzessiv. Mhm, richtig. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, ich hatte vorhin mal geguckt, man kann aber jetzt diese Premium-Jahr oder so, was es sonst ja immer so gibt, aber auch nicht kaufen mehr. Ne? Also ich habe es nicht gesehen. Das ist irgendwo bei Amazon oder so, so ein 12-Monats-Ding. Habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, das gab es auch, seitdem sie das ja umgestellt haben, auf Essential, Extra und Premium, glaube ich, ja eh nicht mehr. Ne? Ach, das gab es nicht mehr? Okay. Also, na gut, dann habe ich nicht. Vielleicht liege ich falsch, aber ich meine, seitdem habe ich es auch nicht mehr gesehen. Weil vorher war es ja immer nur dieses so, ja, es gibt ein Jahresabo, Punkt. So. Und dann gab es ja irgendwann eben diese Drei-Klassen-Gesellschaft, sag ich mal. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie da dann auch schon diese Prepaid-Karten halt komplett eingestellt haben. Was noch nicht eingestellt ist, was jetzt für euch kommen wird, wir haben darüber berichtet, ist PlayStation Portal Remote Player, der kommt, kann vorbestellt werden und soll dann am 15. November diesen Jahres für euch erscheinen, damit ihr von zu Hause aus über WLAN eure PlayStation 5 bedienen könnt. Und ja. Oder wenn der Port weiterleitet von überall. Oder? Ja gut, dann wenn ihr ein bisschen basteln wollt, dann geht es. Aber ansonsten halt wirklich, es ist nur die Möglichkeit, eure PlayStation fernzusteuern mit einem 8-Zoll-Tablet, sage ich jetzt mal, mit einem 8-Zoll-Bildschirm, wo links und rechts halt eben dann der DualSense 5 Controller dran gelötet ist. Und das Ganze gibt es dann für 219,99 €. So, könnt ihr vorbestellen, wenn ihr möchtet. Ich versuche gerade nochmal irgendwas nochmal vielleicht. Da haben wir noch so ein bisschen ja spekuliert, auch was Akkulaufzeit anging. Ne? Deswegen gucke ich. Ah, meinst du, es gibt schon irgendwo was? Ich glaube, ich habe nichts gelesen, ehrlich gesagt. Nee, ich bin da gerne auch kurz auf dieser Produkt. Ist ja alles für euch verlinkt auf stadt-bremerhaven.de. Na, die Kapazität war angegeben, die ist halt wie so ein DualSense-Controller. Ne? Ja, aber dann kannst du es ja eigentlich knicken, dann muss das Ding ja alle 5 Minuten aufladen. Oder Sony verkauft wahrscheinlich noch mit einem Spezialanschluss eine Powerbank. Das wär's, ne? Ja. Naja, gut, okay. Also da gibt's noch nichts, aber da glaube ich, warten wir dann mal so auf die ersten Testberichte. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt schon die Möglichkeit, sich auch noch ein bisschen was zu sichern für PlayStation Portal Remote Player Gelöt-Geschichte. Und zwar 3 neue monatliche Spiele im September, wenn ihr PlayStation Plus Essential habt. Gentleman, Sache genau. Welche Titel können die Leute spielen? Saints Row, das war ja schon ein bisschen geleakt vorher. Also es hat auch wirklich gestimmt. Also das heißt, die nächsten Leaks, die kommen, die könnten auch stimmen. Mal. Black Desert und Generation Zero. Ja, ich habe Generation Zero, habe ich irgendwo noch nie gespielt, sollte ich vielleicht mal machen. Kennst du das andere? Saints Row kennt man ja. Ich habe die ersten 3 Teile auf der Xbox 360 damals gespielt. Den 4. fand ich schon nicht mehr so interessant irgendwie. Dann über PlayStation Plus mal das Add-on Get Out of Hell mal angezockt, aber auch das fand ich halt schon nicht mehr so knorrig. Ich meinte jetzt Black Desert. Ach so. Eigentlich. Nee, das sagt mir nichts. Nee. Sagt mir auch nichts. Sagt mir leider auch nichts, deswegen. Da muss man vielleicht wirklich mal reingucken. Ja. Ich kann abschließend zu Saints Row nur noch sagen, dass ich das Reboot mir auch gar nicht mehr angeguckt habe, weil ich auch gerade eben durch Tiki und Firefox ja auch mitbekommen habe, dass es auch da alles nicht so sauber lief. Ich glaube, die hatten damals auch diesen Bug, dass sie irgendwie nicht mehr weiterspielen konnten oder weiterkamen. Ja. Das hat mir die Sache schon dann auch ein bisschen versaut. Den Koop-Bug hatten die. Ja. Und man muss auch dazu sagen, leider, Volition, die Erfinder unter anderem hinter Saints Row und auch Red Faction, die sind diese Woche dicht gemacht worden. Die gibt es nicht mehr. Ja, danke, das ist aber auch schade, trotzdem. Ja, ist ziemlich krasser Rotstift momentan, ja, ne, bei denen. Das übrigens, ich habe gerade mal geguckt, das ist ein Sandbox Massive Multiplayer Action Online RPG aus Südkorea. Ja, also nichts für mich. Also, nee, für mich glaube ich auch nicht. Das Ding ist, meine Frau hat eine Zeit lang
immer mal wieder hier WoW gespielt. Das ist so, ich meine, klar, wenn du da mal irgendwann drinne bist und so, dann kannst du dich ja auch sicherlich drinne verlieren. Ein Kollege wollte mir damals mir so Guild Wars 2 näher bringen. Das war schön. Da hatten wir auch einen sehr lustigen Abend mit gehabt, wo ich das bei ihm mal gespielt habe, aber es ist halt einfach. Ich brauche Spiele, wo ich mal anmache, ein bisschen, ne, und dann kannst du wieder ausmachen und wo du nicht erstmal weiß, okay, wenn ich das anmache, dann sitze ich da auch erstmal irgendwie 2-3 Stunden dran. Also da. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe Guild Wars aufgehört, als mein Studium so mittendrin war, weil ich dachte, ich glaube, ich brauche mehr Zeit fürs Studium. Ja. Dann lieber das aufhören. War aber auch die richtige Entscheidung. Ja. So, die richtige Entscheidung trifft ihr auch, wenn ihr zum Endstream geht, denn da gibt es auch neue Spiele diese Woche. Und zwar Boulder Dash 3 aus dem Jahre 1986. Und da könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Amstrad, C64 oder Spectrum-Version spielen wollen. Und wir haben Skydiver aus dem Jahre 1987 vom Atari 2600. Ganz kurz, habe ich da nicht letztens mitbekommen, dass ein Atari 2600 wieder rauskommen soll? Ein 2600 Plus, ja. Ui. 119 Euro bei Amazon bestellbar, vorbestellbar, ja. Und das Geile... Frist Original-Dinger, ne? Das wollte ich gerade sagen. Das finde ich nämlich richtig geil. Weißt du, wir haben Nintendo Classic, wir haben Super Nintendo Classic, wir haben die schrottige PlayStation 1 Classic. Die ist gar nicht so schrottig. Ja, aber der Emulator ist ja halt nicht so geil da drauf gewesen. Wenn man den tauscht und noch ein bisschen erweitert, dann ist ja, das dann, gar nicht so schlecht. Ja, aber wir gehen jetzt mal von der 0815 Konsumentensicht aus. Ja, ja. Naja, aber du hast dann halt einfach so diese Classic-Konsolen, wo du sagst, ja, da sind diese Spiele drauf, das ist eine Auswahl und das war's dann halt auch. Ich meine, klar, du musst USB-Stick ran und na, kannst ja machen, alles gut. Aber Atari sagt, wir haben das Atari 2600 Plus, da sind Spiele drauf, aber ihr könnt euch auch Atari-Spiele kaufen, die guten alten Atari-Spiele, und dann könnt ihr die Cartridge oben reinstecken und dann könnt ihr die spielen. Wie geil ist das denn bitte? Und natürlich auch, klar, wie man es kennt, ich glaube beim HDMI-Ausgang, dass es alles schön läuft auf den heutigen Fernseh-Apparillos. Herrlich. Das finde ich wieder cool. Ich glaube aber, dass es nicht so den krassen Anklang finden wird. Wie die Nintendo-Konsolen. Aber schon eine geile Sache. Man muss ja dazu sagen, es sind 10 Spiele dabei. Ne? 10 Spiele auf einer Cartridge, also auf einem Modul. Ne? Das unterstützt wirklich eigentlich nur die Module. Ne? Das hat keinen SD-Karten-Slot oder sowas. Und es ist nichts drauf auf dem Ding, sondern du hast ein Modul dabei mit 10 Spielen. Das ist ehrlich gesagt eher für die Sammler, die ja. Hier zu Hause irgendwelche Spiele schon haben. Ich dachte, da wäre schon irgendwas drauf gewesen. Nee, du hast 10 Spiele mitgeliefert, die leider noch nicht mal so unbedingt die High-End-Auswahl sind. Also sowas wie ein Pitfall oder sowas. Also das wäre richtig cool. Ne? Aber das ist leider nicht dabei. Dann finde ich aber 150 auch irgendwo ein bisschen... 119 kostet. Ja, 120, ne? Ja, aber ist... weiß ich nicht. Ja, ja, gut, man muss schwierig. Das wird richtig schwierig, das ist echt nur für die Liebhaber. Es unterstützt allerdings nicht nur 2600, sondern auch 7800. Und so ein 7800, was original 7800 abspielt natürlich, ist schon sauteuer. Mhm. Also für die Sammler vielleicht, allerdings die Sammler, das wird doch das Problem, warum ich denke, dass es leider trotzdem nicht so erfolgreich wird. Also ich bin ja selbst so ein bisschen in dieser Retro-Bubble drin, das gebe ich ja zu. Die sind alle nicht so ganz glücklich mit dem Ding oder so allgemein so gut auf das Ding zu sprechen, weil es ist halt trotzdem eine Emulationskiste. Ne? Mhm. Es ist keine richtige Hardware da verbaut, die das halt nativ kann, sondern das Ding wird halt ausgelesen und dann über einen Emulator, wenn man so nimmt, abgespielt. Und da gebe ich zu, da gibt es einige, die sagen, naja, aber dann kaufe ich mir doch gleich hier so ein Flashback, ne? Wenn ich jetzt auch die Flashback 50 Anniversary Edition nehme, die hat 130 Spiele, kostet 90 Euro, hat noch 2 Controller und 2 so eine Drehcontroller, ne? So eine Paddles,
was ziemlich geil ist. Also das ist richtig cool, so eine Dinger, ne? Weil da kannst du ja sowas wie heißt das denn? Also Pong meine ich nicht, sondern Breakout und sowas. Richtig schön spielen und steuern, das ist wirklich gut gemacht. Und da ist halt ein Unterschied, ne? Bei 130 Spielen, vor allem kannst du bei dem letzten, also bei der Version zum Beispiel einfach einen Stick drauf ranmachen und dann deine eigene Nummer drauf machen. Hat schon auch Vorteile, ne? Für denjenigen, der aber original noch welche da hat und einfach nur eine Möglichkeit sucht, das Ding an seinen aktuellen Fernseher anzuschließen, ist es vielleicht nicht schlecht. Ne? Alles das gut. Gähnen hatte jetzt nichts mit dem zu tun, was du erzählt hast. Ich habe es auch erstmal vorbestellt. Ich bin allerdings auch noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich es bis zum Ende durchziehe oder ob ich es noch cancel. Wann kommt es raus? Nächsten Monat, glaube ich. Okay. November war es, glaube ich. Dann hast du ja noch ein bisschen. Dann kannst du ja ansonsten in der Zwischenzeit dich auch an der neuen Herausforderung bei Endstream versuchen. Mhm. In dem Spiel Midnight. Nein, die Herausforderung heißt Midnight Special. Für das Spiel Midnight Resistance. So, und jetzt kommen wir zu eurem Lieblingsformat, weswegen ihr auch eigentlich nur eingeschaltet habt. Das Ende, die Verabschiedung. Vielen Dank, Tschüss. Nein, das Endstream Cover der Woche. Boulder Dash 3 und Skydiver stehen zur Auswahl. Wir fangen mit Boulder Dash 3 an. Wir haben ganz oben, sehen wir auf dem Cover, das Logo Boulder Dash Römisch 3. Das ist auf weißem Hintergrund. Eigentlich ist das ganze Cover weiß und hat dann im unteren Zweidrittelbereich quasi einen kleinen Fensterausschnitt, wenn man so möchte, wo ein Weltraum etwas, also ich finde, er erinnert mich so ein bisschen an SpongeBob. Eine Ähnlichkeit ist da. In einem Raumanzug steht auf einer grünen Planetenoberfläche, hat ein Bein auf irgendeinem Auge. Also vielleicht steht er auch auf ein weinendes Auge. Ist so geil. Es ist ein weinendes Auge. Warte mal, jetzt auf der rechten Seite ist so eine Träne dran. Warte mal. Boulder Dash 3 Cover. Ich muss jetzt bei Google einfach so mal schnell schauen, denn bei Endstream haben wir ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Da fehlen manchmal ja auch Sachen. So. Ja, also es ist tatsächlich, also ja. Also der hat in der einen Hand hat er so eine kleine Pyramide, steht wirklich auf einem Auge, was weint, und hat in der anderen Hand eine Flagge, die er in den Boden rammt. Und das ist, aber es ist auch so ein, ja, was ist denn das für ein Boden? Ich weiß das nicht. Ich glaube, der Mond Gitter oder sowas. Nee, das ist so ein Gitter auch, so ein Grid irgendwie. Gut, das Ding ist, die Flagge, die er in der Hand hält, ist auf dem Endstream-Cover halt einfach nur ausgegraut. Und nein, es ist kein Spiel, was so um 1945 spielt und angepasst worden ist. denkt man dann ja irgendwie immer, was steht auf dieser Flagge? Es musste zensiert werden. Ich glaube, ihr habt die Rechte nicht für das Ding, ne? Ich glaube, das ist der Publisher oder der Developer First Star Software Incorporated. Das ist eigentlich auf dem Originalcover drauf zu sehen, aber wie Gentleman gerade schon sagt, wahrscheinlich haben die Lizenz nicht mehr, die gibt es nicht mehr oder keine Ahnung was. Deswegen hat man das denn halt ausgegraut. Und dann nehmen wir mal Skydiver, so ein klassisches Atari-Cover halt. Wir haben oben in weißen Lettern stehen Skydiver und darunter, und das ist wirklich ein Cover, das musste ich mir groß aufmachen, weil ich nicht erkannt habe, was da abgehen soll. Das ist nämlich echt wild. Das ist nämlich wirklich einfach nur so ein... Eigentlich ist es Name Programm, ne? Ja, es ist so ein wilder Zusammenschnitt aus, ich versuche das mal zu eruieren hier, zwei Flugzeugen, drei vielleicht sogar, aus komplett immer unterschiedlichen Perspektiven. Dann haben wir im Hintergrund einen Fallschirmspringer, dessen Fallschirm sich anscheinend entweder gar nicht öffnet oder gerade erst öffnen soll, weil der noch nicht so voll entfaltet ist.
Dann sehen wir einen Fallschirmspringer, der irgendwie kurz vor der Landung ist und ja, einer, der auf die Kamera zuspringt. Und kann es sein, dass da Rauch irgendwo im Hintergrund ist, dass irgendwas brennt? Ich weiß es nicht. Also es ist echt ein bisschen schwer zu erkennen. Na doch, das ist unten das, was da. Das raucht doch nach oben weg. Ja, aber was raucht da? Das sieht aus wie eine große Zigarre. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist Atari-Style. Das muss so sein. Also es können doch einfach nur ein Kackhaufen sein, der brennt da unten. Das ist schwierig zu identifizieren. Also, habe ich da noch ein anderes Cover? Da sieht man das. Nee, es gibt auch noch. Warte mal, ich habe ja noch ein anderes Cover irgendwie. Das ist ein bisschen fotorealistischer. Oder täuscht das? Ich glaube, das täuscht. Ja, also. Es ist echt schwer diese Woche. Weil das Skydiver-Cover verwirrt mich halt einfach nur hart, visuell, weil das macht mich wahnsinnig, dass da so. Also, dass alles so ungeordnet ist und man irgendwie dann keine klare Linie da irgendwie drin hat. Und das Bolded Dash Cover ist, weiß ich nicht. Also der grinst da in seinem Weltraumanzug und steht da auf diesem weinenden Auge. Also was für ein gestörter Psychopath muss das sein? Es ist echt schwierig. Also ich kann mir eher noch eine Geschichte zu Bolded Dash 3 ausdenken. Ja. mit diesem Crackhead hier vorne drauf. Ja, ich nehme Boulder Dash 3 diese Woche als Cover der Woche. Deswegen ist es klar, einigermaßen klar drauf zu sehen, was. Also, ich bin auch, okay. Also, wir sind uns mal wieder einig. Ich bin auch bei Boulder Dash 3. Also, schon alleine dieses Männchen, was gepixelt ist, wie, ich glaube, das. Also das Gesicht zumindest, das könnte, glaube ich, meine Tochter so malen. Das ist voll geil. Das ist richtig gut. Ja, wahrscheinlich nicht, aber mit diesem verrückten Auge da, ne? Herrlich. Das ist, ich weiß nicht, was die damit sagen wollen, aber es ist herrlich. Vor allem, ich habe noch nie ein Auge, so ein weinendes Auge in Boulder Dash habe ich noch nie gesehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Diesen Kristall, den er hat, die sammelt er ja, ne? Das okay. Ist okay. Aber dieses Auge, keine Ahnung, warum der da drauf steht und das Auge weint, sieht ja auch so aus, als ob der seinen Fuß da drauf macht und das Auge weint, weil das Fuß da drauf ist. So nach dem Motto, oh, der hat mich getreten, scheiße. Ja. Und er freut sich aber, ja, sagst du, ja. Halt die Schnauze, du Auge. Und ja, genau, das ist wahrscheinlich so, hier, ich trete dich jetzt. Ja, du kannst dich freuen, dass ich dir nicht die Fahne reingerammt hab, du Luder. Ja, und aus dem Boulder Dash, ne, das ist einfach ein cooles Spiel. Mein Lieblings- müssen wir jetzt mal ein bisschen ausholen. Mein Lieblings-Boulder-Dash-Cover ist allerdings das NES-Cover von Boulder Dash 1. Weil das ist wirklich auch sehr, sehr geil. Wir hören die Leute googeln. Ja. Aber das ist echt, alles ist echt geil. Fledermäuse. Da ist alles dabei. Da war Skorpione, Fledermäuse. Wer will er sein? Will er Schätze, Indiana Jones Explosion. Sein? Will er MacGyver sein? Ist er Batman? Man weiß es nicht. Das ist so geil, ne? Das ist herrlich. Da geht richtig was drauf ab. Richtig gutes Ding. Mhm. Das würde ich auch instant zum Cover der Woche wählen, wenn es dann. Ja, das ist ja. Der dritte Teil ist ja Cover der Woche jetzt. Ja. Wir gucken einfach mal, ob nicht sogar der erste Teil vielleicht dann nochmal irgendwann zu instant. Ja, der ist schon drin. Der ist schon drin. Der ist schon drin. Ja. Und dann kommt was anderes vielleicht, was dann auch. Lohnt sich auch zu spielen, weil es wirklich ein tolles Spiel. Also das lohnt sich echt. Jo. Und was sich auch lohnt, Freunde der gepflegten Cloud Gaming, Cloud Computing Unterhaltung, ist das neue Update von RGPU. Ja, da haben wir lange nicht mehr drüber geredet. Aber auch RGPU gibt es. Und die haben so ein kleines bisschen abgegradet, was die Hardware angeht. Und zwar bekommt ihr jetzt unter anderem eine AMD Radeon Pro V6800. Als CPU gibt es AMD Threadripper Pro mit 4,5 GHz 12V CPUs mit 28 GB RAM. Im Stream kommt ihr jetzt auch auf 4K. Mit 60 FPS als Encoder mit maximal 50 Mbit pro Sekunde.
Wenn ihr von RGPU noch nichts gehört habt, dann kann man hier nämlich noch mal eine Sache anmerken, denn anders als bei GeForce Now und Shadow PC zahlt ihr quasi ja nur das, was ihr nutzt. Also so ein bisschen nach dem Parkuhrenprinzip, denn ihr habt kein Monatsabo bei RGPU, sondern einen Stundenpreis. Und ihr zahlt $1,45 pro Stunde zuzüglich Mehrwertsteuer natürlich, die ist da noch nicht mit drin. Der einzige Nachteil bei RGPU ist allerdings, ihr müsst eure eigene Windows 10 Lizenz mitbringen, aber habt dann mit diesem Setting zumindest, also mit diesem AMD-Setting den Vorteil, dass das Ganze wiederum nur halb so teuer ist, als wenn ihr euch dann das Nvidia ja, das Nvidia-Paket bucht mit den A10G-Karten, denn das kostet $3,05 pro Stunde. Ja. Wäre das ja was für dich, RGPU? Nee, wahrscheinlich nicht. Einfach von der Zeit her, ne, würde ich wahrscheinlich immer drüber kommen. Also da muss man schon relativ gezielt wissen, was man wie macht von der Zeit her. Also dann lohnt es sich vielleicht, wenn man es nicht so richtig weiß. Zocken ist irgendwie nichts dann, ne? Wenn man genau weiß, was man spielen will, ne? Und wie. Ja, aber ansonsten, wenn ich in so einem Spiel verlierst, sag ich mal, dann hast du verloren, ja. Dann bin ich ja vielleicht bei Shadow oder auch bei GeForce Now, je nachdem, was ich spielen möchte, natürlich dann halt ein bisschen. Na gut, jetzt muss man dazu sagen, bei Shadow, ne, wenn man jetzt mal den Shadow nimmt und jetzt mit der Alternative, die wir haben, ne, also ist ja ein Upgrade, klar, aber auch eine Alternative, die AMD-Dinger, mit einen Euro 45, ja gut, plus 19%, ja, okay. 1,70 €, also sagen wir mal 2 Euro. Was kostet Shadow 50? Also wenn du unter 25 Stunden im Monat, dann ist es vielleicht eine Alternative, alles andere eher nicht. So, jetzt wird gerade mal gerechnet, so, wir sind dann irgendwie bei 1,73 die Stunde, das rechnen wir mal hoch. Da sagen war ich mit wir 1,70 mal, gut. Ja, warte mal, so, wie lange spielt man so, sagen wir mal, wir haben 6 Stunden am Tag. So. Ja, dann bist du weit drüber, ne? Dann bist du mit dem Shadow wesentlich günstiger. Ja, weil dann wäre ich schon, wenn ich jetzt am Tag 6 Stunden spielen würde, wäre ich schon so bei 10,35 €. Ja, so, aber wer spielt am Tag 6 Stunden? Das schaffst du am Tag 6 Stunden. Das ja, ist so nein, Arbeitstag. Also das ist jetzt, wenn ich jetzt die Leute nehme, die wirklich krass zocken. Also ich nehme jetzt. Das lohnt sich nie mit RGPU. Nein, guck mal, so, ich sage jetzt, ich spiele vielleicht mal so 2 Stunden am Stück, wenn es gut läuft. So, dann bin ich bei 3,45 €. Weiß ich nicht. Dann spiele ich vielleicht mal so 20 Tage im Monat. Da habe ich auch schon bei 69 € dann halt, ne? Ja, gut, aber wenn du das nicht jeden Monat machst, sondern vielleicht mal 1 Monat oder 2 Jahre nicht. Ja, ja, klar. Das kann dann durchaus eine Alternative sein. Wie gesagt, man muss genau wissen, was man da macht. Und das ist Vorteil hier ist, dass man wirklich nur die Stunden bezahlt. Ja. Und wenn ich es nicht nutze, zahle ich nichts. Ja. Oh, es ist schon spät, liebe Leute. So, wir sind auch fast durch. Ja, komm, genau, jetzt. Es ist nur noch die X-Cloud da. Genau, und damit schließt sich der Kreis, der Themenkreis. Wir haben indirekt mit der X-Cloud begonnen und Starfield und gehen jetzt zum Ende hin wieder zur X-Cloud. Und der gute Gametleman, der erzählt euch jetzt, was es da Neues gibt. Ja, als erstes, es gibt 2 neue Spiele. Und zwar Call of the Wild und Angelspiel, der Angler, okay. Angeln? Würdest du das? Weiß ich, angeln? Oh ja. Ich habe, da war die Konsole auch schon tot. Aber trotzdem habe ich mir auf eBay den Angelcontroller und Sega Bass Fishing für die Dreamcast bestellt. Ja gut, das ist ja was anderes, aber das ist geil. Das ist richtig cool. Ich habe ja auch geschrieben, als Jiggy meinte, das spielt das mal an, das ist gut, das soll wohl gut sein. Habe ich ja gefragt, naja, wenn es Sega Bass Fishing toppt, dann gerne. Oh, Endstream, hau mal raus. Bitte, Sega Bass Fishing. Das wäre cool, aber ohne Controller ist er halt nur halb so cool. Ja, und naja, wie gesagt, als zweites gibt es noch Sea of Stars. Das ist ein Knaller. Das ist auch das, was ich die Woche, wie schon erwähnt,
gespielt habe. Ne? Also zwei wirklich scheinbar ziemlich gute Titel. Also Sea of Stars ist auf jeden Fall Knaller. Und das andere so scheint gut zu sein. Also gute Woche, würde ich sagen. Ja. Tja, bei dem restlichen, was bei Cashy steht, ist die Frage, hat man darüber nicht schon geredet? Über den Deal mit Ubisoft und so? Ja, da haben wir, glaube ich, letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Ne? Wir können das Ganze ja nochmal so ein bisschen zusammenfassen für euch, falls ihr letzte Ausgabe nicht gehört habt. Auf der Gamescom sprach Phil Spencer über Cloud Gaming und die Zukunft der Xbox. Es gibt einen ziemlich interessanten Artikel. Der ist natürlich für euch auf www.stadt-bremerhaven.de verlinkt. Denn in dem Artikel spricht Phil Spencer über seine Vision einer Videospielindustrie, die für alle zugänglich sein sollte und Herausforderungen und Möglichkeiten des Cloud-Gamings. Spencer hat auch die Absicht, die Gaming-Community weltweit zu erweitern und betont, dass die Industrie finanziell lohnend sein kann, nicht nur in Europa und den USA. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gibt es auch kartellrechtliche Bedenken in Großbritannien. Spencer gesteht, dass Cloud Gaming derzeit wirtschaftlich wenig profitabel sei, da die meisten Nutzer diese Funktionen für Testzwecke nutzen. Und da kann ich auch noch mal ganz kurz eingreifen und auch sagen, ich hatte letztens auf Twitter eine sehr interessante Unterhaltung. Diskussion will ich nicht sagen, weil es ging sehr freundlich und sehr friedlich ab mit einem, ich glaube, das ist... Die Diskussion ist ja in der Regel friedlich. Ja, also. Mit einem US... Ja, aber meistens wird die so, Diskussion dann immer so, so aufgefasst, so, das, die, der Meinung, das die Meinung und gibt es auf die Fresse verbal. Nee, aber es war wirklich eine ganz, ganz coole Unterhaltung, so ein US-Streamer und ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ach so, er fragte irgendwie ich glaube, er bezog sich darauf, dass das irgendwie mit dem Mehrwert der Konsolen aktuell ja auch alles gar nicht so ist und sich überlegt, dann doch mal Richtung PC zu gehen, wo ich dann halt meinte, ja, Mensch, ich persönlich nutze halt viel Cloud Gaming, weil ein paar Gründe aufgelistet und so. Und dann kam er dann halt mit um die Ecke und sagte, ja, oh, wenn das dann mal irgendwann soweit interessant wäre, weil ist ja irgendwie alles auch gar nicht so cool und funktioniert ja auch noch nicht so ganz, wie man sich das, glaube ich, vorstellt. Und dann habe ich nur zu ihm gesagt, Mensch, also ich spiele GeForce Now ganz viel und das läuft echt super und ich habe da keinen Lag und ich habe da keine Probleme, das ist alles total tutti. Und daraufhin meinte er, dass er vor geraumer Zeit die xCloud mal ausprobiert hätte und da halt gemerkt hat, so ja, da gibt es einen Input-Lag und auch grafisch ist es nicht halt immer so alles so top. Und so meinte ich halt auch nur zu ihm, ich sag, naja, ich sag, aber dann schau dir wirklich mal GeForce Now an, hol dir da mal einen Monat und guck es dir an, weil da kannst du auch ein Rocket League spielen gegeneinander, also ohne Lag, also du kannst, das funktioniert so gut, dass kompetitive Spiele echt wirklich gut funktionieren und dass sich da halt auch einiges getan hat. So, deswegen kann ich auch irgendwo verstehen, dass Phil Spencer sagt, ja, die meisten nutzen das halt erstmal zu Testzwecken, um sich das vielleicht mal anzugucken. Und da schlage ich wieder die Kurve zurück zu Amazon Luna. Also Amazon hätte das jetzt richtig hart gut beweisen können, wie gut das funktioniert, weil wir auch wissen, die Technik, gerade bei Luna, die läuft, die funktioniert so. Und als es damals losging, habe ich gesagt, wenn einer Cloud Gaming wirklich der Masse schmackhaft machen kann, in dem Umfang, dann ist es Amazon, weil die haben doch schon die komplette Struktur an Empfangsgeräten da, die das nutzen können. Also neben den handelsüblichen Geräten wie Computer, Tablet und Smartphone, was man hätte alles machen können mit Alexa und Co. halt auch alleine. Ne? Also die hätten da wirklich jetzt was machen können. So, aber Phil Spencer sagt auch, sieht Cloud Gaming als wichtigen Schritt eben, um eine Plattformunabhängigkeit zu generieren und ja, er ist dann auch sehr gespannt, wie sich der Markt eben in den nächsten 5 bis 10 Jahren dahingehend entwickeln wird. Worüber wir immer noch nicht gesprochen haben letzte Woche, ist
ja, zum Deal Microsoft Activision Blizzard King, ja, gehört eben auch der Mobile Gaming Bereich und Microsoft möchte nämlich auch dort Fuß fassen und deswegen hoffen die sich halt eben auch so ein bisschen da ein bisschen mehr mitmischen zu können, wenn das dann klappt, wenn sie dann zumindest halt die King-Marke dann nachher haben. Und ich glaube schon auch gerade so im Bereich Candy Crush und Co. Oh, wird ja. Der ein oder andere Euro für Microsoft da sicherlich abfallen. Ich sag mal so, abfallen. Meine Mutter ist kein Spieler oder sowas, aber Candy Crush kennt ihr. Ja. Ich spiele auf dem Handy eigentlich auch nichts, weil irgendwie schockt mich das nicht an. Aber ich habe immer wieder diese Phasen, wo ich eine Zeit lang Candy Crush spiele. Dann habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf und dann lässt es wieder ein paar Monate liegen. Aber dann hole ich es irgendwann wieder raus. Und dann spiele ich auch eine Zeit lang halt einfach wieder Candy Crush. Also ich bin keiner, der Geld ausgibt. Habe ich noch nie. Werde ich auch nie. aber so einmal so zwischendurch als Zeitvertreib finde ich es halt echt... Aber es ist halt der erste richtig. Schritt, ne? Bring die dazu, erstmal zu spielen. Ja. Und sagen wir mal, wenn 10% von denen, die du dazu bringst, was ausgeben, dann bist du ja wieder dabei. Genau. Ja. Deswegen, also das wird sich schon für die lohnen. Genauso wie der Plan, der ist natürlich immer auch spannend zu beobachten, dass Microsoft seine Cloud-Gaming-Rechte an Ubisoft verkaufen möchte. Da haben wir ja auch ein bisschen spekuliert in der letzten Ausgabe. Hintergrund ist halt auch hier einfach, um die kartellrechtlichen Probleme in Großbritannien aus dem Weg zu schaffen. Es gibt allerdings, und das haben sie aber auch schon angekündigt, wichtige Titel, die dann eben ausgenommen sind. Also ich kann mir dann zum Beispiel vorstellen, dass es ein Starfield nicht bei Ubisoft dann das wäre ja nicht dabei, ist ja nicht Activision Blizzard. Ah ja, stimmt. Gott, also das macht mich jetzt so kirrig. Ein Diablo, ein neues oder so? Ja. Ein Call of Duty? Ja, wobei ich glaube, Call of Duty ist erstmal Klippo. Ach, okay. Call of Duty ist vielleicht gerade deswegen dabei. Aber das wäre aber auch gar nicht so schlimm. Also bei Call of Duty ist es absolut nicht schlimm, weil das muss man zwar kaufen, sage ich jetzt mal, ist aber jetzt nicht unbedingt das Ding, womit man das macht, sondern die Ingame-Käufe. Und die laufen ja im Ingame-Shop ab und das ist ja Microsoft, also da verlieren die ja nichts. Ja. Egal, wo du spielst, also da kannst du das Ganze verscherben überall hin. Ist ja egal. Ne? Ja. Aber bei so einem Diablo, wenn das jetzt keinen Echtgeld-Shop oder sowas hat. Aber ich ganz im Ernst, also gerade so ein Call of Duty Warzone in der Cloud, das sehe ich auch echt einfach nur Vorteile. Auf der einen Seite, klar, dieses ganz klassische, du kannst sofort losspielen, du musst diese ganzen krassen Updates nicht runterladen, du blockierst dir nicht die Festplatte auf Konsole oder PC. Und ich glaube auch, wovon das profitieren würde, was ja gerade auch bei Call of Duty sehr groß ist, Thema Cheater. Ne? Also du kannst ja in der Cloud, kannst du eigentlich meines Erachtens nach nicht cheaten. Du kannst ja keine Programme irgendwie noch im Hintergrund laufen lassen für Wallhacks und Co. Also eigentlich wäre das schon ein ganz großer Vorteil. Win-win-Situation eigentlich, ja, ne? Eigentlich schon. Weil ich glaube auch, dass einige Leute keinen Bock mehr haben. Das muss Microsoft und Co. schaffen oder die Cloud-Anbieter. Die müssen die E-Sports-Industrie dazu kriegen, dass das als Vorteil zu erkennen. Ja. Und wenn dann die ganzen E-Sportler in der Cloud zocken, dann hast du es geschafft. Ja. Also Microsoft, Spendengelder könnt ihr bitte schicken. Nein, Spaß. aber das ist tatsächlich gar nicht so blöd. Das ist echt ein richtig vernünftiger Ansatz. Das ist nun mal so. Ich glaube nämlich halt auch, dass einige Leute von Call of Duty die Schnauze voll haben. Eben, weil sie sagen, ey, was soll ich da spielen, wenn ich da halt nur in irgendwelchen Lobbys bin mit irgendwelchen Hackern und Cheatern. Und das muss man dann ja auch mal bedenken. Das ist halt auch cool, wie die Flöten geht dann nachher, ne? Das stimmt, ja. Also ist es ganz spannend zu beobachten, wie sich das mit Microsoft dann weiterentwickelt. Und ob das Ganze noch in diesem Jahr über die Bühne geht oder vielleicht erst im nächsten Jahr. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch über die Bühne gehen. Die haben ja da wirklich noch relativ harte Grenzen und Zeiten gesetzt. Theoretisch könnten sie das ja heute auch schon machen. Dann müssten sie halt, sagen wir mal, mit den Briten irgendwie anderweitig erstmal
umgehen, ne? Weil an sich verhinderbar ist es gar nicht mehr. Ne? Aber das ist halt, die wollen das natürlich nicht, weil du hast ja immer so einen Makelpunkt dann, ne? Wenn du so in, und du hast natürlich eine riesige, also die sind ja nicht klein, ne? Der britische Markt ist ja riesig. Ne? Den willst du nicht verlieren. Kann ich verstehen. Man will sich echt nicht vermiesen. Also da seien wir einfach mal gespannt. Und bei uns gibt es natürlich dann immer wöchentlich die neuesten Informationen zu diesem Thema. Und damit sind wir durch mit dem Wochenrückblick der Kalenderwoche 35. Alles Wichtige rund um das Thema Cloud Gaming. Und ja, das war die Kalenderwoche 35. Wir holen jetzt aber mal die Glaskugel raus und blicken schon mal ein bisschen in die Kalenderwoche 36. Was sehen meine verquollenen Augen da? Und zwar eine neue Ausgabe der Cloudplay Talkshow. Und das am Donnerstag, dem 7.9. um 20.30 Uhr abends, 8:30. Und zu Gast ist Eva und sie ist Entwicklerin von dem Spiel A Twisted Tale. Und wird nicht nur unseren Cloudplay-Host Rede und Antwort stehen zu sämtlichen Fragen, sondern auch euch. Wenn ihr eine Frage an Eva habt, dann schaltet am Donnerstag ein um 20.30 Uhr abends, am 7. September, und stellt doch eure Fragen einfach in den Chat und kommt rum und habt einfach einen gemütlichen, schönen Abend mit uns und den Hosts und mit Eva. Und vielleicht mit dem Gentleman, der im Chat rumlurkt, vielleicht auch nicht, aber was kommt von dir in der kommenden Woche? Ja, also von mir wird es auf jeden Fall wieder mal eine Dark Souls 2 Folge geben. Mal sehen, vielleicht schiebe ich noch ein Video dazwischen, da müssen wir mal gucken, die Woche ist nämlich echt vollgepackt hier bei uns. Da Picke muss man mal sehen. Ja, Pickepacke. Ich habe es ja hier auch mal zusammengestellt, weil mal sehen, wie wir das machen. Wir werden wahrscheinlich mal sehen, ob wir das schaffen, dass wir so einen Wochenkalender rausgeben. Da hatte ich ja schon mal, übrigens auf dem Discord kannst du den aufmachen, da hatte ich schon mal gepostet. Da habe ich ja schon mal so einen Vorschlag gemacht. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich noch ein zweites von mir runterkriege, aber wenn dann als Shadow Drop, wie gesagt, in dem Jahr 1994 hätte ich ja noch auf der Platte und dann habe ich auch noch ein, zwei andere, die noch im YouTube vorher auf Halde sind. Da gucken wir mal. Naja. Genau. Ihr könnt euch wir bleiben auf unserem YouTube-Kanal erstmal und da könnt ihr euch am Montag auf einen absolut grandiosen Neustart freuen. Denn das Let's Play zu Phantasmagoria unter der Kategorie Cloudplay Retro startet für euch am Montag und es wird es gibt jeden Montag eine neue Folge. 4 Ausgaben gibt es, also versüßen wir euch damit auf jeden Fall den Start in die Woche. Und dann gibt es von mir noch die letzten 3 Teile des Resident Evil 2 Let's Plays auf Amazon Luna. Und zwar gibt es die letzten 3 Folgen am Mittwoch, am Freitag und am Samstag. Und dann nächste Woche starten wir dann zumindest auf YouTube mit Resident Evil 7. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen live quatschen und zocken, dann freut euch auf den 4. September 20.30 Uhr, das ist der Montag, abends auf twitch.tv/cptaldi, denn da spielen wir Resident Evil 7 weiter. Und am Mittwoch, muss ich in den Kalender gucken, weil ich so doof bin zum Rechnen, das ist der 6. September, auch um 20.30 Uhr und auch auf twitch.tv/cptaldi, da fangen wir endlich mit Bioshock an. Ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe, wo ich auch hier damals die Demo auf der Xbox 360 zwar mal gespielt habe, aber mehr auch nicht. Und ihr habt da draußen gesagt, ey, das ist so ein cooles Spiel, Captain, das musst du spielen. Und ich habe gesagt, komm, wenn ihr sagt, das ist cool, dann schaue ich mir das gerne an. Und das machen wir zusammen und starten damit dann am Mittwoch unsere Let's Play-Serie live. Natürlich auch später wieder als VOD auf unserem YouTube-Kanal youtube.com/@CloudplayTalk. Alle wichtigen Links findet ihr natürlich sowohl in der Beschreibung
dieses Podcasts und auch auf CloudPlay. Ja, genau. Cloudplay.show. Da kommt ihr auch überall hin. Und ansonsten, ihr findet uns auf dem Discord, auf Twitter, Instagram, TikTok, Mastodon, Blue Sky, StudiVZ, Google Plus, MySpace, wer kennt wen, Habbo Hotel, weiß ich nicht. jetzt wird's einfach nur noch wild. Game Demon, hast du noch irgendwelche schönen weisen Worte für unsere Freunde da draußen? Irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Nur an sich eigentlich nicht. Wir sind ja gut durch, glaube ich mal. Wir müssen mal sehen, müssen uns mal noch einig werden, weil momentan ist ja wirklich gut, was momentan rauskommt. Ich hätte ja auch noch eine kleine Serie, die ich gerne starten würde. Zwar möchte ich ja immer noch Kingsfield spielen. Da brauche ich dann auch mal einen Slot. Das müssten wir dann mal absprechen. Und mal eine Abstimmung. Soll ich das im Stream spielen? So richtig mit Leiden in live oder lieber als Video on demand? Ah, dann gleich müssen wir mal eine Twitter-Abstimmung oder so nochmal machen. Oder ja, auf dem Discord. Ja, genau das so machen wir. Wollt ihr den Gamerman live leiden sehen? Oder auch. Wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht. Also nicht mal ansatzweise. Ich habe Bilder gesehen. Kennst nicht. Und das ist ja so ein. Es soll ein bisschen Zulz drin sein. Bin ich ja mal gespannt. Also bleibt gespannt. Folgt uns überall, wo soziale Medien sind. Und ansonsten gerne bis zur nächsten Ausgabe von Cloudplay News. Ich bin Captain Aldi und das ist Game to Man. Und wir sehen und hören uns wieder. Tschüss. Tschüss.